Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute ist etwas später geworden, aber nichtsdestotrotz zeige ich dir heute, wie ich von dem Bild zu dem Bild gekommen bin. Ja, warum ist es etwas später geworden? Du siehst, ich sitze hier auch gar nicht bei mir am Arbeitsplatz, sondern beim Chef im Office. Ich war wieder am Aufnehmen. Es kommt ein neues Videotraining von mir raus. Lightroom ist einfach. Wenn du da vielleicht Interesse hast, schau vielleicht mal in die Videobeschreibung vorbei. Da habe ich nämlich ein gratis Video schon mal verlinkt, wo du dich eintragen kannst und wo du dann Bescheid bekommst, wenn das neue Training rauskommt. Aber das Video, wo da unten drin ist, das ist erstmal gratis, 15 Minuten Tutorial zum Thema RAW-Entwicklung, Grundlagen. Das kannst du dir mal ziehen. Jetzt aber, ja, obwohl es schon so spät ist, zeige ich dir natürlich noch das heutige Instagram-Bild. Das wurde heute früh hochgeladen, ist wieder ein Schuss aus Venedig. Da merkst du, dass es spät ist. Es ist nicht aus Venedig, es ist so ein Hirschkopf, was. Es wurde nicht so viel gemacht, aber das, was gemacht wurde, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Also, falls du das Bild noch nicht gesehen hast, rein in Instagram, direkt auch mal liken und kommentieren, würde mich mega freuen. Und jetzt aber genug gebabbelt, ab hier an die Retusche, dass ich heute auch noch heimkomme. Schneiden muss ich es auch noch, hochladen auch noch, ach du liebe Zeit, das wird mir dann später. Aber mir macht das Ganze Spaß und euer Feedback zeigt mir, dass die Videos auch gut ankommen. Deswegen mache ich weiter. Also, jetzt Retusche. So, dann lass mich dir kurz die Retusche hier zum Hirsch zeigen. Nicht, dass ich hier plötzlich auf ein Venedig-Bild umschwenke. Ja, man kommt ein bisschen durcheinander, wenn man jeden Tag so viel hier produziert. Das ist auf jeden Fall das Bild. Und du siehst, es kam von dem hier zu dem hier. Also es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Also es schaut aus, als wäre viel passiert, ist es aber nicht. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es muss nicht immer so viel retuschiert werden. Also wenn ein Bild mal passt, ja, dann passt es halt auch. Was habe ich jetzt hier gemacht? Minimal den Kontrast hoch. Ich zeige es dir mal im Vorher-Nachher. Vorher und nachher. Lichter sind gleich geblieben. Die Tiefen etwas aufgehellt, weil die waren sehr dunkel. Ja, gerade bei ihm hier hat mir es nicht so gut gefallen. Es hätte vielleicht gelangt, nur das Gesicht aufzuhellen. Das wäre mir dann aber auch zu krass gewesen. Aber auch die Hörner. Und es hat mir einfach nicht gepasst, dass das so dunkel ist. Im Endeffekt schaust du als erstes auf den Schnee und siehst dann erst bei ihm die Details. Und deswegen auf jeden Fall ihn in den Tiefen etwas aufgehellt. Das Einzige, was mir so dunkel gefallen hat, war hier dieser Pelz da um den Hals. Aber das ist ja hier auch noch dunkel genug. Weiß, wieder was ganz was Wichtiges für den Schnee. Wenn ich das rausnehme, dann ist der Schnee erstmal so ein bisschen trüb, ein bisschen grau. Und erst mit dem Weiß wird er so richtig klar und strahlend. Ja, und mit dem Schwarz habe ich dann das ausgeglichen, was ich hier mit den Tiefen aufgezogen hatte, dass ich nämlich hier in den dunklen Stellen das nicht so abgemattet habe, sondern dass ich hier wirklich wieder, zack, ein bisschen tiefes Schwarz und damit auch mehr Kontrast wieder im Bild habe. In der Gradationskurve auch leichter Kontrast hier durch so eine S-Kurve, minimal, ich kann es mal an- und ausschalten. Es macht doch ein bisschen was aus, es macht den Schnee nochmal ein bisschen weißer, lenkt somit den Fokus nochmal ein bisschen mehr aufs Tier. Und ja, dieses Abmatten von den Tiefen, das kann ich mir irgendwie nicht abgewöhnen, gefällt mir halt auch besonders gut, wenn es hier im Pelz sieht man das ganz gut, diese dunklen Stellen einfach nicht so richtig tiefschwarz sind, sondern halt ein bisschen matter. Aber sonst ist hier nichts mehr gemacht, nur die die Sättigung hier vom Fell habe ich ein bisschen angeglichen, dass der halt ein bisschen schönere Farbigkeit hat. Aber hey, ganz, ganz easy, kleine Retusche und da habe ich echt schon mehr Gas gegeben irgendwo. Was noch passiert ist, und da wirst du jetzt vom Glauben abfallen, ich mache es mal andersrum. Ich zeige dir erstmal ein anderes Bild, ich zeige dir jetzt mal das Reh. So, und zeig dir hier nochmal einen Hirsch und zeig dir hier nochmal ein anderes Reh und nochmal ein Reh. Und jetzt gehen wir mal zum Hirsch zurück. So, denn was ich noch gemacht habe, wird er jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr auffallen. Wenn ich dir mal gleich direkt im Vergleich gezeigt hätte, hättest du gesagt, ey, das kannst du doch nicht machen. Ich habe den natürlich mal wieder hier für Instagram transformiert, in Photoshop schnell reingegangen und einfach im 8 zu 10 gekroppt und links und rechts die Seiten transformiert. Das heißt, ich habe aus diesem hier schmalen Hirsch einen etwas fetteren Hirsch gemacht
Und Leute, ganz ehrlich, das ist wieder keinem aufgefallen. Ich habe es gepostet, ist keinem aufgefallen. Es wäre jetzt beim Tutorial keinem aufgefallen, wenn ich es nicht gesagt hätte. Das ist, mir gefällt sogar der dicke Hirsch wesentlich besser wie der dünne Hirsch. Na klar, da oben sind jetzt die Hörner auch noch ein bisschen abgeschnitten. Heißt es überhaupt Hörner? Nee, heißt Geweih, ne? Aber es ist aus Horn. Hat ein Hirsch Hörner? Scheißegal. Verkünsteln uns jetzt da nicht. Einfach nur vorher, nachher, weil ich einfach das Ding passend für Instagram haben wollte in dem Format. Und wie gesagt, ich finde es schöner. Hier schaut er so schmächtig, so dünn aus. Ist fast wie ein Reh mit Geweih irgendwie. Und jetzt schaut er halt aus wie so ein mächtiges Tier. Finde ich viel, viel cooler. So, das war's mit der Retusche für heute. Morgen vielleicht wieder etwas eher, vielleicht auch etwas später. Keine Ahnung. Ich verspreche dir auf jeden Fall, wenn ein Bild gepostet wird, gibt es dazu auch hier wieder ein Tutorial. Ich danke dir für das Einschalten. Ich danke dir auch wieder für Feedback. Ich würde dir auch danken, wenn du hier auf Instagram das Ganze likest und kommentierst, weil Instagram ist gerade ein bisschen schwierig. Ne? Da, vielleicht habt ihr es auch schon festgestellt, da ist die Reichweite so ein bisschen eingebrochen. Sie haben anscheinend wieder einen neuen Algorithmus am Start. Man erreicht nicht mehr so viele Leute wie vorher, kriegt nicht mehr so viele Likes, nicht mehr so viel Interaktion und so. Und da hilft sowas natürlich mega, wenn man da vorbeigeht, paar Likes da lässt. Und da freue ich mich dann. Alright. Wir sehen uns morgen, Freunde. Gute Nacht, guten Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann du es jetzt anschaust. Und bis zum nächsten Mal.